und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Trine 5. Der Epi hatte leider einen längeren Ausfall, um nicht zu sagen einen längeren Stromausfall. Deswegen habe ich jetzt die letzte Folge einfach mal ein bisschen gecuttet. Und wir beginnen jetzt hier an diesem Checkpoint nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, worum es hier ging. Warte mal. Ja gut, wir müssen da hoch oben drüber jetzt halt. Ja gut, im Prinzip muss ich das nur abblocken. Kannst du da was vorhalten? Du springst dann darüber. Genau. Halt mal was vor da. Warte mal, ich mach dann aber was. Aua. Was hier nicht so stört. Damit du ein bisschen breiter springen kannst, weißt du? Wieso kann ich da nicht durchspringen? Was war das? Hä? Du sollst ja nicht durchspringen. Du sollst. Hä? Ja, ich spring durch die Dinger durch. Ich bin kein Geist. Naja, vielleicht registriert dich das Spiel jetzt als Geist, weil du geflogen bist. Kann natürlich auch sein. Ja, aber ich kann das ja auch bewegen hier und das ist für mich eine Wand hier. Aber warum? Ja, was wir. Ah, warte mal, ich muss es einfrieren vielleicht erst. Kann man? Ja, doch, das ist Holz. Das muss es. Nee, da kann ich gar nichts einfrieren. Hä, ich treffe das überhaupt nicht. Pass auf, dann hätte ich noch einen anderen Vorschlag. Warte, ich weiß mal. Aber nicht, ob das so lang. Warte mal, das geht aber hier unten auch weiter irgendwie. Ach doch! Hä? Das. Hä? Aber das erste. Was ist das? Nein, das erste kann ich nicht einfrieren. Warte mal eben. Aber ich könnte das aber blockieren, theoretisch. Ach, nimm das Ding hier mal. Das grüne. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Oh, ich bin leider gestorben. Warte mal, ich kann es aber anders machen. Trick 17. Trick 17. Ich wollte dir das abhalten, aber ist in Ordnung. Dann mach es halt so, wie du willst und geh halt dabei kaputt. So. Aber wir müssen noch nach unten. Wir müssen noch nach unten. Ja, ist da oben irgendwas? Kannst du dir da was angucken oder so? Ich sehe von hier aus nichts. Ja, hier geht's weiter, aber da bin ich ja nicht hin. So, hier oben kann man so Dinger drauf machen, so Teile ab unten, so oben auf dem Teil hier. Ja. Ja, warte, ich nehme den, glaube ich, das besser. Ja. Ja, ich kann nicht sehen hier. Ein Stück runter, stopp, etwas höher. Ach so, das meinst du mit. Ah, okay. Aber was bringt uns das jetzt an der Stelle? Ja, damit wir oben rechts weiterkommen wahrscheinlich, oder? Ja, aber wir müssen erstmal da unten hin. Hier ist was hier noch. Das weiß ich ja gerade nicht. Ich sehe hier unten gar nichts. Oh ja. Oh, hier ist was ganz Tolles. Hier. Kann ich mich hier rüberholen? Du kannst. Warte mal, nimm du mal den. Du kannst dann auch darüber. Hangel ja, kann ich nicht, weil bei mir wird das direkt zerschossen. Nee, hangel dich entlang. Ja, runter. Oh, scheiße. Ich hab wieder eine Bombe gemacht. Also, so geht's hier. Auch, ja, so kann man es auch. Ich sehe noch nichts. Ah, jetzt. Lass dich mal alleine eine Runde abhängen, ne? Achso, ich bin wirklich alleine. Nee, geh mal nach rechts. Spring da drauf oder schieß da drauf. Ich glaube, du musst es immer schießen. Nee, springen scheint auch zu reichen. Oh ja. An Meisterzauberin Wilhelmina von der Astralakademie. Sehr geehrte Kollegin. Im Observatorium gehen uns langsam die Vorräte aus, aber niemand beantwortet unsere Briefe. Seltsam ist auch die Tatsache, dass ich ein Bild unserer Alma Mater beschworen hatte. In meiner Vision sah ich nichts als einen Haufen Sand, der von einem verzauberten Besen gefegt wurde. Ist denn alles in Ordnung? Scheiße! Was ist das für eine Synchronstimme? Mir kommt die so unheimlich bekannt vor. Ich meine, es ist eine blonde Schauspielerin. Ah, sowas triggert mich, wenn ich das nicht weiß. Eine der beobachtenden Zauberinnen. Aber da klippert irgendwas. Von den Bösewichten nicht erwischt. Das ist der Schalter, du Trottel. Nee, aber das wird das Einzige sein, denke ich mal, hier unten. Das Problem wird jetzt. Ah, Moment, vielleicht auch nicht. Ach, das Ding ist rausgefahren hier unten. Das war doch nicht da vorher so. Oh ja, du hast wieder eine Dynamitstange da an die Wand gemacht. Ich war's nicht. Doch, du warst es. Ich setze das mal so ein bisschen da drüber.
Ich bin dann schon mal weg. Nein, ich bin nicht weg. Haha. Ha. Anderem eine Grube gräbt. So, ist dein Gruben. Weg. Wie ist das nochmal? Wechsel mal, damit ich auch hochkomme. Ja. Ist ein Grubengrub gräbt, keine Ahnung. Nein. Selber hallo? Nicht. Bist du denn hochgekommen? Ja, gesprungen, so Doppelsprung. Ja, so geht's auch. Ja, danke. Das du musst nicht den anderen nehmen, du kannst es mit deinem machen. Du musst du explodieren lassen, einmal diesen Ding. Das muss weg. Ja, jetzt da runter und dann schnell hin wieder. Ja, ich dachte, das explodiert schon, wenn ich da vorne stehe. Wow, wunderschön. Mach mal da was an die Windmühle. Das ist doch am besten eckig, würde ich sagen, oder? Ich muss nicht springen, sonst ist das wieder... Oh. Aua. Warte mal. Aua. Aua. Danke. Was machst du denn da? Da hinten musst du nicht. Stell das Teil da drauf, damit du da hochkommst. Was mache ich hier wohl? Das weiß ich auch nicht. Oh Gott. Männer. Oh, aua. Siehst du, deswegen wollte ich das gerade da runterschieben. Und voll auf das deinen Kopf. Das war nicht geschoben. So, ich mach das jetzt davor. Ja, warte mal. Ich tacker das jetzt hier fest. Mach das Teil mal weg. Mach das mal ganz weg. Ja, das ist schlecht. Geh mal ein bisschen... Oh! Ja, ich wollte mich auch um die andere Seite kümmern, aber danke, dass wir darüber gesprochen haben, was ich vorhatte. Aua! Aua! So, ja, so hättest du es viel einfacher gehabt, aber wer nicht ja, aber will... Wie komm ich da jetzt hin? Das kannst du das unten einfrieren erstmal. Welches unten? Unter dir. Ach, das ja. Theoretischerweise könnte ich da das Ding draufstellen, aber das bringt dir wahrscheinlich nichts, oder? Ich könnte links, ich könnte natürlich vieles machen. Ich könnte, oder müssen, warte mal, unten rechts? Das müssen wir doch auch, achso, in die Hocke kannst, danke. Das hier. Ja, kannst das musst du da durch. Kannst du das irgendwie kaputt machen? Kannst du da oben reinschießen, wenn das so oben ist? Aber nein. Nee, davon geht das auch nicht kaputt, ne? Oder wie war das? Nein. Ach, kann dir das auch einfrieren? Aua! Du bist so blöd! Aber warte mal, das ist ja trotzdem scheiße, weil ich komme ja, ja weil nicht dann, darüber. Ja gut, unten, da können... Ja gut, drum kümmern in dem Sinne nicht. Wir müssen das Ding doch irgendwie... Das war richtig gut gedacht. Nur ein bisschen scheiße vielleicht umgesetzt, aber es war richtig gut gedacht. Oh. Ja, das war okay, auch das gut, auch ja. Nicht. Warte mal. Nein. Ich glaube, links, das müssen wir auf jeden Fall so machen. Da hält das ja, nicht, haben wir gerade gesagt, ne? Das war jetzt richtig geil. Jetzt krieg ich es gar nicht mehr gedreht. Aua. So, Moment. Das hinten schießt nicht mehr. Du kannst dich da ranhangeln. Bringt uns das. Ich weiß, aber unten geht's. Wieso kann ich jetzt das auch. Achso, jetzt ist das frei geworden da oben. Ja, das kannst du wahrscheinlich einfrieren, damit wir da unten durchkommen, nehme ich mal an. Kannst du mal hier runterkommen? Versuch mal, ob du den da nicht noch umdrehen kannst. Sorry. Nein, wir sind zu doof. Wir sind zu doof. Warte. Nein, du. Ich nicht. Also du bist doof. Hängel dich doch einfach da runter. Ja, aber da habe ich ja nichts von. Ja, aber du könntest mal... Ist da... Ja, da unten wirklich ist ganz nichts. Schön. Okay. Nein. Warte mal, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir müssten. Oder wir gucken wirklich, dass wir oben drüber springen. Das ist wahrscheinlich nicht so gedacht, aber. Aber da kommen wir nicht drüber oben. Ja, doch, das kriegen wir. Also, du kriegst das auf jeden Fall hin. Ich halte dir die Dinger da rein und dann kannst du da drüber hüpfen und gehst du nach rechts. Stimmt, der kann das ja nicht benutzen.
Also, was jetzt... Also, ich komme ja... Hier oben drauf komme ich ja nicht. Also, ich kann nicht hier hochspringen. Kannst du da oben... Nee, aber du kannst von links doch darüber springen, wo ich hier stehe. Ja, aber das ist ja albern. Nee, ist es nicht. Was machst ich ja gar du nicht hier da? Hoch. Ich komme... Oh, nein, 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 ich sterbe. Warte aber ab, bis der... Du, das heißt, du könntest den auch theoretisch einfrieren. Nein, dann ist aber der andere frei wieder. So, warte. Wieso kann er den jetzt nicht anvisieren hier unten? Ah, jetzt. Kannst du den da ablegen drauf? Und, nee, andere Richtung? Andere Richtung? Nein, so ist okay. Der geht nur weg, wenn er nach rechts und dann oben drüber springt. Geht das? Ja, ich komme nicht so gut. Nein, das ist, da rutscht er runter. Nee, ernsthaft? Ja. Die Drecksäcke. aber ich weiß nicht, was wir sonst da unten machen sollen. Also wie gesagt, ich kann halt hier nicht viel mitmachen. Ich kann das halt nur nach links oder minimal nach rechts machen. Du kannst da auch nicht durchschießen, ne? Nö. Dreh mal den rechten ein. Das Problem ist... So, warte mal. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wie das jetzt nochmal? Oh, das war der obere Knopf. Okay, das wollte ich wissen. Kannst du das untere mal eben, das Holz mal eben... Ach nee, das konntest du nicht einfrieren, oder? In der Mitte? Doch, nee, das konntest du ja, einfrieren. Doch. Frier doch. Das mal ein. Du kannst ja da nicht erschrocken werden. Nein, ach so, nicht du meinst, das in der Mitte. Ich... Ja. Alter. Da wollte ich nicht hin. Was willst du da unten? Wieso ging der nicht nach rechts, obwohl ich nach rechts gesprungen bin und dann gleichzeitig das Ding gemacht habe? Hast du nicht. Das kann doch nicht sein. Recht. Mit dem. Mach mal den Schwert. Mach mal das Schwert an die Wand. Nein, so doch nicht. Mach mal. Nee, aber du kannst das nicht nach unten ziehen, weil unten doch was kaputt ist, oder? Nein, geh doch mal hier hin. Geh doch mal hier und werf das Schwert gegen die Wand da. Geht das? Nee, nee. Das kann ich machen, aber das bringt mir nichts. Warte mal, wie mache ich das nochmal? Ey, wieso geht das mit der Taste auch? Warte mal, wie werfe ich jetzt? Einmal mit Profis. Ich will einmal mit. Mit der Taste, okay. Das wollte ich nur wissen. Wieso geht das mit den Schultertasten, mit diesem Sprung? Was ist das für ein Quatsch? Kann ich dir nicht sagen, ich spiele nicht mit der Taste. Hm. Ich hätte eine andere Idee. Kannst du dich runterhangeln, aber... Ja, aber da müsstest du mal mit dem Zauberer das da... Ach nee, warte mal. Nee, ich gehe mal zurück. Komm mal wieder zurück. Oh. Aua, au, au, au. Und dann? Komm du auch mal zurück. Ich will das einfrieren da oben. Das Problem ist, du kannst es halt nicht wegziehen. Aber du könntest auch jetzt hier drauf gehen, so. Ja, aber was bringt mir das jetzt? Ich komme dann oben immer noch nicht durch. Kannst du unten kannst du nicht irgendwie dagegen knallen, ne? Weil es blockiert ist, nehme ich mal an. Da, aber das ist ja nur so ein bisschen, ne? Nein, das Ding hier muss weg. Bist du nicht eben mit dem davor gejumpt, dem anderen? Ja, das habe ich ein paar Mal versucht, ja. Versuch es besser. Kannst du die Kiste nicht irgendwie bewegen dahinter? Ja, kann ich. Habe ich mehrfach gezeigt, wie ich die bewegen kann. So und so. Nein, anders musst du die bewegen. Du musst die anders bewegen. Lass mich raus. Deswegen will ich das Ding noch kaputt machen, aber ich komme ja nicht darüber gejumpt. Scheiße.
Okay. Probiert es aus. Das ging auch, ja. Kann man... Kann da durchschießen, aber das nützt... Ach doch, heb den mal hoch! Heb mal bitte hoch! Oh nein! was denn? Die hier. Nein, die hier hinten ist. Diese Holzkiste. Diese Pappkiste. Ja, was denn? Ich frag die ganze Zeit, ob du da durchschießen kannst. Nee, schaff ich nicht. Willst du mich jetzt verkackeiern oder was? Ja, aber unten. Alter! Da kann ich doch nichts... Da war die Kiste unten. Dann schwingst du dich jetzt mit deinem Hintern darüber und dann kannst du das gerade machen. Also war das doch... Warte mal kurz. So, jetzt geht's weiter. Hallo? Ja. Jetzt kannst du das da hinten umdrehen. Kannst du da jetzt rüber schwingen oder nicht? Ja. Dann mach. Hä? Oh, so nicht. Hä? Wieso ist das jetzt aufgegangen schon? Bleib mal da stehen. Ja, du hast das, weil das runter. Mach mal. Obwohl, nee, das muss eigentlich ja auch so gehen, ne? Ja. Mach den Checkpoint. Oh Gott. Das Hallo Häschen. Hasi, komm her. Die sind weg. Stell dich mal da drauf, vielleicht geht das ja kaputt. Ah, nee. Ja, ganz da runter. Ich bleib hier oben. Okay. Wieso geht das nicht ab? Kannst du mal... Du hättest doch von unten mal eine Kiste dagegen machen können, hätte ich auch runtergekonnt. Hallo. Ach so, sag das doch. Ich dachte, du bist mitgekommen. Nee, warte geht mal, jetzt nicht. Kann ich ja gerade gar nichts mehr machen. Nein, eine Kiste. Ja, ich muss aber vielleicht erstmal hoch. Hallo. Nein, du... Nein! Alter, mach das mal auf. Sonst kann ich da nichts machen. Du musst die hier vorne hin. Mach das mal auf. So, jetzt kann ich die Kiste hier reinmachen. Aber nicht da drauf springen. Nein, nicht auf, wieder nach auf. Oben. Oh. Mach da mal was dran. Da muss das Zahnrad. Hallo, ich bin hier links jetzt gerade erstmal am gucken. Ja, das musst du da dran machen. Immer da weg, du störst. Ja, aber hallo, was bedeutet das denn, wenn man das hier runterzieht? Ja, dann machst du hinten das auf. Merkst du, dass ich hinter dir ist offen gegangen? Geh mal da weg. Dann kann ich da rüber. Hinter mir ist nichts aufgegangen. Doch, da. Ist nichts auf. Nimm das mal mit. Kannst du das hochheben hier, das Ding? Ja, kann ich hochheben, aber ich krieg's wie gesagt nicht hier rein. Wieso nicht? Das muss aber da rein. Ach, das ist aufgegangen. Ja, ich rede kannst schon du das einfrieren? Ja, warte mal eben. Ja, das war. Oder kannst du es so rüberschieben? Wahrscheinlich nicht. Du kannst da wahrscheinlich auch nichts dranhängen. Nee, das kommt auch nicht da durch, hä? Ja, hier fehlt irgendwas. Ach so, der andere Poppel muss auch frei sein. Der andere, da fehlt noch was. Wir müssen noch was aufmachen. Der andere geht auch hoch. Ach so, dann ist das bestimmt das Ding hier rechts, oder? Welches? Ja, das. Ne, da kommt das Zahnrad dran. Hallo, da kommt das Zahnrad dran. Ja, aber was? Ach, warte mal, hier unten. Komm mal hier auf die Seite kurz. Zieh das Ding mal. Ich glaube, das ist das. Ich zieh keine Dinger. Komm, stell die nicht so an. Ja, das ist das. Warte, da... Du sollst auf die... Jetzt kannst du da die ganze Zeit hochspringen. Eben ging's nicht. Nein? Du sollst immer noch das Richtige machen. So. Frage ist, kannst du die einfrieren vielleicht? Das geht nicht. Kannst du das einfrieren? Hallo, was denn? Ich hab die gesagt, Dinger, nein. Damit die offen bleiben. Nein, rechts die Dinger. Ob du die einfrieren kannst. Wie oft muss ich das fragen? Ich hab doch gesagt, dass das nicht geht. Okay, das geht nicht. Das Ding kannst du wahrscheinlich auch nicht einfrieren. Pass auf, sonst... Kannst du mal diesen scheiß Kuchen hier hinten weg... komme ich hier... Ich stört... Nein, die Kugel stört. So, zieh nochmal. Ja, jetzt kann ich nicht ziehen, weil die Kugel im Weg ist noch... Dann machst du es ab und dann ziehst du es nochmal, so wie eben. Springst du oben drauf und ziehst es mit. Was ist das hier? Ja, geil! Mann, ey... Ja, du musst jetzt hoch.
Du musst hochgehen. Ja. Ich werde das. Siehst du nicht, dass das nicht geht? Unten die beiden blockieren das. Kannst du bitte mal diesen Scheißball da hinten wegmachen? Damit ich dir erklären kann, wie das funktioniert. Gut, wenn du es nicht verstehst, ist in Ordnung. Dann mache ich erstmal den Ball weg. Den ich natürlich nicht wegmachen kann, weil der dann ja sowieso hier ist. Irgendein. Hier dürfen keine zwei Teile rumliegen. Ja, die kann ich aber nicht wegmachen. Dankeschön. Kriege ich das jetzt hier los? Das Einzige, was ich machen kann, ist die vielleicht nur übereinander stellen. Man kann die auch löschen, die Sachen. Darf ich mal bitte auf diesen. Ja, kann ich nicht machen. Doch, mit der gleichen Taste, die du die holst, kannst du die auch weg. Au. Also das geht definitiv nicht. Es ist definitiv nicht die gleiche Taste. So, jetzt mach mal ein. Mach mal ganz hier hinten ein dieses viereckige Ding hin. Ganz hinten. Das müsste ich eigentlich nach vorne machen, damit du das dann damit ziehen kannst. Aber du kannst es auch so ziehen. Mach es nur, wie gesagt, ich komme nicht über die Dinger drüber. Habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt. Ah ja, ich komme jetzt auch nicht mehr. Ja, du musst von mir irgendwas zu zaubern hier. Na, jetzt hast du die Kugel wieder. Nein. Ja, ich kann sie nicht wegmachen, wie gesagt. Warum rutscht das Ding weg hier? Weil das normal ist. Nee, das ist nie normal. Dann geh du bitte auf die andere Seite. Kannst du das bitte machen? Und diese Kugel hier. Da musst du aber beides machen. Gleichzeitig draufstehen und ziehen. Die Kugel muss aber hier weg. Die stört das ganze Ding. Musst du das hier erstmal wegmachen. Außerdem komme ich nicht auf die Bogenschütze. Du sollst dich die Bogenschütze bewegen. Du sollst warum soll ich sonst nach rechts gehen? Du sollst mit ihm. Was du eben gemacht hast, bitte. Nee. Oben das Teil. Zieh das bitte nochmal. Mit dem. Ja, und jetzt kannst du nach hinten gehen, dass du das. Ja, aber ich kann das andere nicht ziehen. Doch, ach so, du hast oder doch gerade geschoben. Ja, doch. Ich kann das von hier oben aus. Cool. Hä, wieso geht das jetzt nicht? Ich weil kann das nicht geht, drüber. Das sag ich dir ja schon die ganze Zeit. Hä? Das ging aber eben. Du kannst nicht mit dem Ding drauf rüberrollen. Ich bin eben hochgerollt da dran an der ganzen Wand. Nein, du hast eben dahinter gestanden. Ja, nicht. Diese scheiß Kugel. Alter, hallo. Ich hab das anvisiert. Kann ich das auch mal hochheben, statt dass sich hier alles dreht? Ja, aber muss. Oh, der sieht aber böse aus. Oh, die auch. Diesen blöden Knopf. Im Königreich herrscht so ein Chaos. Nicht mal die Toten bleiben tot. So, komm schon dran. Hallo, kannst du hier mal runter? Das ist ein Hoppelhäschen. Wieso ist das jetzt nicht mehr oben? Kannst du die einfrieren? Ja, den einen zumindest. Das müsst ihr reiten. Nee, du kannst nur eins. Denk dran. Aber wenn du loslässt, kommst du ja auch hier hoch. Hallo, Hoppeläschen. Die sind abgehauen. Nein, bei mir bleiben die. Guck mal. Hallo, Hans. Ja. Ich will nicht Hans heißen. Nein, der Hase. Weg. Das Zeichen deutet auf etwas Magisches hin. Schau dir die Sache mal an. Ruf, wenn du uns brauchst. Viel Spaß mit deiner Zauberei. Ja, es
gibt wieder eine Solo-Instanz mit dem Zauberer. Und nein, wir müssen leider für heute erstmal die Folge beenden, bevor der Epi hier wieder reinrennt. Auf nebligen Waldwegen entdeckte Amadeus eine mystische Lichtung. Alte, wilde Bergmagie. Was könnte da nur schiefgehen? Ja, zum Beispiel, dass man nichts versteht, weil der Epi die ganze Zeit am Zaubern ist. Und dass die hier los rumplappern, obwohl ich gerade... Was ist denn jetzt gemacht? Es regnet. Was hast du jetzt gemacht? Keine Ahnung. Hä? Warum regnet ja, das dann? Mit diesen fantastischen Weihnachtseffekten werden wir noch nicht aufhören. Deswegen bleibt dran, es gibt jetzt noch einen Teil. Na komm. Hallo. Sag doch jeder. Hilfe, ich falle! Ist. Ach, guck mal, das Ding ziehe ich mit runter. Wie, ist mir egal. Nein. Ich hau dich gleich. Frage ist, wo... Oh, was war das? Nein, bleib hier! Vielleicht brauchen wir das noch. Wo können wir das eventuell dran machen, wollte ich eigentlich fragen. Leg's erstmal wieder dahin. Also hier kannst du springen, um wieder dahin zu kommen. Ist nur die Frage, bringt uns das was? Ich sehe da unten. Wenn ich jetzt loslasse, ist das Teil aber bestimmt gleich weg. Das, obwohl, wir kommen da wieder hoch, oder? Das ist gar nicht zum Springen. Okay. Yippie! Okay, und jetzt? Jetzt kannst du auf das rechte springen und dann nach oben. Theoretisch. Praktisch solltest du es ausprobieren. Aua! Du sollst ja auch richtig drauf springen. Das hat nicht geklappt. Du musst noch anderes. Mach noch eins da dran. Dann kannst ja, aber dann geht das runter, oder? Nein, mach mal da dran. Mach du das mal dran, weil wenn ich das mache, glaube ich, kann nicht noch eins davon machen. Doch, du hast ja nur eins gemacht. So. Nein, ein bisschen höher. Eins schräger? Ja, ein bisschen höher, das ist gleich weg. Jetzt müsste ich da aber mit drauf kommen. Ja, pass auf, ich mach selber. Entschuldigung. Aua! So, sehr schön. Hauptsache der Epi ist glatt und nicht ich. Aua! Hey. Du weißt schon, dass du in der Mitte springen kannst. Ach so, die habe ich gar nicht gesehen. Aua. Ja, toll. Das hat sie gut gemacht. Muss aber ziemlich weit oben machen, damit die nicht mit explodieren. Nee, wir müssen dann... Warte mal. Was machst du jetzt? Okay, ganz so hoch komme ich nicht. Nein, ich wollte die beiden machen. Ach komm. Da, jetzt. Die zwei haben wir schon mal. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir links? Was machst du denn da? Mach uns Treppen! Mach das nicht der Länge nach? Nein, so. Nee, nicht damit. Doch, warte mal. Ja, wir müssen aber doch nach oben auch. Ja, aber erstmal ein bisschen ein Stück hoch, ne? Nee, mach mal das was du gerade gemacht hast, in lang. Oh, so. Warte mal. Warte mal, jetzt kann ich das lange machen. Nein, du sollst das unten hin machen. Da oben bringt mir das nichts. Wo? Da komm ich, ja, da, wo das andere hängt. Oh, das kann auch springen. Da kannst du auch drauf hin. Ja, das ist ja mega super. Ui. Och, danke. Du kannst hier nichts machen, ehrlich. Was hast du denn überhaupt vor? Eine Treppe bauen. Weißt du, dass so eine Treppe nicht geht? Weißt du was? Können wir da hoch? Oh. Ja. Wir müssten uns schrittweise, wenn wir jetzt hier noch ein. Also, wenn du mit hochkommst und wenn wir dann eine Kiste also da draufstellen rechts, dann kommen wir da hoch. Ich komme aber da nicht hoch. Warum machst du das so kompliziert? Was ist denn daran kompliziert gewesen? Studien zu Schwebeverzauberungen. Oh, warte mal, der da oben ist geblockt.
Aua, jetzt fällt mir hier schon wieder alles runter. Kann ich den nicht einfrieren? Wie kann man denn einfrieren? Ja, du kannst gar nicht einfrieren, du bist ein Zauberer. Ja, aber ich dachte, diese blauen Dinger kann man schweben lassen irgendwie oder so. Ja, wenn du Bogenschützen bist, ja. Nein. Bringt uns überhaupt nichts da. Oh. Oh. Aua. Okay. Aua. Aua. Ah. Siehst du doch, die kann man doch beschießen, muss man sehen. Das war's. Ja, aber ich kann sie nicht beschießen, wenn ich Zauberer bin. Ach so, meinst du mit den anderen? Ach, machen die das auch? Komm mal. Warte mal. Lass mal los. Und dann? Jetzt. Dann ist das aber wieder zu. Jetzt. Bin ich tot, oder? Nein. Oh, was machst du denn da? Ich stehe hier rum. Wieso ist das oben noch offen? Das war doch zu die ganze Zeit. Hä, ist das nicht mit Zugang jetzt? Nein! Warte mal. Also ich kann es festhalten, aber ja, schon mal. Oh, scheiße! Oh. Nee, das bringt nichts, da kommen nur die grünen Dinger raus. Aber ich kann hier einen Speicherpunkt. Kannst du dich mal sterben lassen? Nein, es geht, es widerstrebt mir. Ich lande auch hier unten wieder. Nee, jetzt ernsthaft? Ich komme hier nicht mehr hoch. Ja. Ja, ich kann ja noch ein Ding machen, um wieder hochzukommen, aber. Jetzt bin ich da. Warte mal, hier oben. War was? Da. Oh, hallo. Oh. Och, ey, warte doch mal, da oben ist noch was. Unglaublich. Kaum vorstellbar, was ich fortan für majestätische Apparaturen beschwören kann. Jetzt kriegen wir das nicht mehr. Verbinde schwebende Objekte, indem du den linken Stick gedrückt hältst. Hm? Also wir müssen da oben hin. Also das heißt, wir können drei verbinden von denen, oder wie? Warte mal. So verstehe ich das jetzt. Wenn du jetzt hier zwei Kisten mal hinmachst. Warte mal kurz. Muss mal eben gucken, was mit der Maus-Taste. Alt. Alt. Mit C. Ah, okay, mit C kann ich es verbinden. Okay. Ja, aber mit was kann ich es verbinden? Ich verstehe es nicht. Ja, komm erstmal hoch. Ja, aber ich will auch wissen, wie das geht, Mann. Das nützt mir alles nichts. Ich komme nicht hoch, so. Ja, ich bin ja auch da hochgesprungen. Ja, aber ich komme nicht hoch. Geht nicht. Ja, wieso bricht das dann zusammen? Weil du den unteren genommen hast jetzt. Was? Oh. Ja, aber was wollen wir jetzt hier? Wir müssen da rechts, nicht nach links. Ja, das weiß ich auch. Ja, aber das bringt ja so nicht. Ja, lauf mal nach rechts rüber. Ja, aber das kann nicht der Weg sein. Wie soll man das denn sonst machen? Warte. Gib mir das. Ich kann es nicht nehmen. Macht nichts. Ich hasse diese blöden Dinger. Oh, so, ich wollte gerade nach unten springen, danke. Ja, 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 warte mal. Mann! Jetzt lass doch mal eben. Jetzt bleibt das oben. Warte. Oh. Oh. Au.
kommt man aber auch so hoch, oder? Ja. Aber wie können wir das Ding hier kaputt machen? Da? Kann verbundene Objekte schweben lassen und den Verbindungszauber. Du Scheiße. Also alles mit Machen und Brechen mit dem anderen. Ist da was drin? Nee. So, der ist schon mal grün. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab's runtergedrückt, aber. Ach so, das ist so. Wenn du mir nicht hilfst. Nein. Also ich gehe von außen, nee, das da kannst du nicht das drücken hier. Ja, weil das blockiert oder, wird gerade. Oder, warte mal, kann man das? Ah, ja, warte mal, jetzt kann man es überdrücken. Ja, aber ganz nach oben machen kannst du. Nee, mit der Platte. Nicht. Nimm eine Platte. Achso, stimmt. Platte. Dazwischen? Nein, ja so. Schieb mal weiter rüber. Ja, ich kann nicht tiefer runter. Warte mal, warte mal. Nee, warte mal, so. Warte mal. Ja, aber das bringt ja nichts. Warum kann man das nicht einfrieren? Mit C. Ja, dann. Nee, lass mal los. Achso, nee, warte mal. Achso, das geht nur bis da oben. Ja gut, dann machen wir das. Es bleibt aber grün. Ich wollte sagen, es reicht doch, wenn ich das einmal aktiviere. Was ist denn da jetzt dran? Aua! Ja, geil. Keine Ahnung, was du jetzt gemacht hast, um mich zu töten, aber danke. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ich sehe es. Müssen wir da rechts hin noch oder müssen wir hin? Ja. Mach mal was da hin. Du kannst das hier drauflegen. Nee, leg das hier drauf und dann machen wir C. Mach C. Was für ein C? Ich muss das verbinden. Ja, bei mir ich kann ist kein C. C drücken. Ja, bei mir ist das Verbinden C. Aua! Geh mal weg da! Ich will erstmal gucken, was man hier machen kann. Aber ich denke mal, du kannst so eine Art Fahrstuhl holen. Ich wollte gerade sagen, du machst andersrum. Ich wollte gar nichts. Das Problem ist, ich sehe auch nichts. Ah, jetzt kommt was. Kommst du da dran? Sag mir, ob du. Sag mir, ob du. Ey! Ich bin mal weg, ne? Der mutige Zauberer ist mit neuer Magie. Ich bin aber alleine. Sehr gut, Amadeus. Ja. Das ist gemein. Das war jetzt gar nicht so viel. Dann würde ich ehrlich gesagt sagen, hängen wir das dann doch noch an die andere Folge dran, weil das auch mit dem Zauberer war. Und dann machen wir hier jetzt den Cut. Um die richtige nächste Folge zu beginnen. Kleines Verwirrspiel heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.